InterDive 2024. Neben mir steht Walter Hascher, Initiator der InterDive. Die wievielte ist es jetzt mittlerweile, Walter? Ich glaube, die 13. Die 13., oder? Ja, ich glaube, die 13. Da kann ja noch alles gut laufen, oder? Kann nur alles gut laufen. Wir waren die ersten 13, wir waren die ersten 12. Super. Kurzes Fazit. Super. Super. Muss ich an der Stelle muss ich sagen, ich hätte keine andere Antwort akzeptiert oder erwartet. War super, trotz Corona haben wir es durchgezogen. Ihr wisst selber, wie schwierig das war. Und das, dieses Jahr ist die Belohnung dafür. So schaut's aus. Ja, dieses Jahr ist es ganz besonders tatsächlich, weil die Interboot sich an euch angepasst hat. Ja, genau. Genau. Sie wollten mit uns zusammen sein, weil sie sagen, dass Leute viele Sportarten machen, Multisportler sind, zum Beispiel Kitesurfen und Tauchen. Und die sind ja da drüben auch Kitesurfen und Segeln und alles. Und dass die Leute alles aus einer Hand haben, so ein bisschen wie auf der Boot. Und haben gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann machen wir das. So sagt es der Walter. Und so ist es. Die ersten Auswirkungen, würdest du sagen, das Konzept funktioniert? Ich meine, es ist schwierig, nach dem ersten Tag zu sagen, ja, also es ist genau das. Ich muss wirklich sagen, heute für einen Donnerstag ist zu viel los. Also es gab noch nie so einen guten Donnerstag wie heute. Aber ich weiß nicht, ob die Auswirkung von den anderen Hallen kommt oder ob es tatsächlich nur die Taucher sind. Das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt nichts sagen, weil ich habe ja auch nicht mit jedem geredet. Du siehst selber, es sind viel mehr Leute wie sonst am Donnerstag in der Halle. Aber ob das jetzt rein Taucher sind oder der Overflow von den anderen Hallen, schwierig zu sagen. Wird am Ende der Strich gezogen und dann sehen wir, wo es läuft. Lass uns mal zurückblicken auf 2024. Würdest du sagen Krisenjahr, würdest du sagen Boomjahr? Jetzt Krisenjahr. Krisenjahr, absolut Krisenjahr. Ja, schwierig von den Situationen. Man redet vom boomenden Tourismus. Boomender Tourismus ist vielleicht Mallorca oder irgendwas oder Bayerischer Wald. Aber Asien tut sich wahnsinnig schwer dieses Jahr. Gibt es da irgendeinen Grund? Ja, die Preise zu teuer, speziell von den Flügen, die Flüge limitiert. Also es sind schon viele Parameter, wo da reinspielen. Die Leute auch vorsichtig aufgrund der Wirtschaftskrise. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, wenn VW keine 10.000 Euro Bonus auszahlt, dann macht der Kunde eben auch keine 10.000 Euro Reise. Aber wenn Porsche seinen Bonus auszahlt, dann stehen die Leute bei mir Schlange und verreisen den Bonus. Wenn der nicht kommt, muss man da mal ein bisschen abwarten, wie das tatsächlich aussieht. Das Rote Meer war okay fürs Jahr, aber nichts, kein Hype, aber es war okay. Der Oman kommt deutlich zurück, er ist leicht zu erreichen, ist sehr beliebt. Aber Südostasien, alles was man liest, das stimmt einfach nicht. Es war Bali voll mit irgendwelchen Russen und sowas. Aber von dem Boom kann man nicht reden. Ich war in Bali, wo ich war, gab es nur Inder. Es gab gar keinen Deutschen auf der Südostasienreise. Also es war sicherlich kein einfaches Jahr, was mir auch die Philippinen bestätigen und so weiter. Aber es war kein schlechtes Jahr. Okay. Es war einfach ein durchschnittliches Jahr. Meinst du, die Fluglinien könnten was dran ändern? Ja, sie sind schon dran. Sie senken die Preise. Sie müssen. Mhm. Sie müssen. Sie gehen langsam wieder Richtung Vor-Corona-Preise. Was auch wirklich wichtig ist. Sie waren wirklich alles totally overpriced, sage ich immer, sagen die Engländer dazu. Das normalisiert sich jetzt. Hoffentlich. 2025, lass uns, bevor wir jetzt eine Perspektiven oder einen Ausblick machen, 2025, welche neuen Ressorts würdest du jetzt von eurem Portfolio hervorheben, wo du sagst, da haben wir was Spezielles? Ja, gerade unsere Inseln, wo wir viel gemacht haben, wir haben den Steg jetzt wieder kompliziert zwischen Nunukan und Virgin Cocoa, was ja schon spektakulär ist, ob das für die Jogger sind, ob das für die Yoga-Menschen ist oder fürs Tauchen. Mit diesem Steg, da sprechen wir schon viele Leute an, wo dann einfach nicht die Begängung einer Insel haben, sondern sich einfach weitläufig sich bewegen können. Das wird jetzt schon sehr gut angenommen, das sehe ich schon. Und ich sehe, dass der Oman wahnsinnig gut läuft. Also Top-Ziel Oman, 2025. Oman läuft wahnsinnig gut. Also was kann der Oman, was andere vielleicht nicht können? Oman ist kein Massentourismusziel. Oman hat nach wie vor anständige Flüge. Wir müssen ja selber nach Ägypten runter. Da kostet irgendwann das Klopapier auf der Toilette auch noch irgendwas bei diesen Airlines. Du darfst das nicht mitnehmen, du darfst das nicht. Es gibt nur noch Verkaufsveranstaltungen im Flugzeug. Oman fliege ich mit anständigen Airlines, kriege was zum Essen, zum Trinken, darf mein Tauchgepäck mitnehmen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Man macht noch eine Sitzplatzreservierung. Und Oman hat keinen Massentourismus und hat einfach viel Qualität im Wasser, unter Wasser und aber auch im Land. Also Kultur und Tauchen ist ein Thema, wo dieses Jahr sehr angesagt ist. Also ein schöner Mix aus allem. Rote Meerqualität, ehrlich,
das Rote Meer Extra Divers, das war immer eine Symbiose, das ist immer gelaufen, das wird auch weiterhin laufen, aber die Wachstumsgrenzen sind erreicht. Also wir werden auch ein Resort zumachen, wo wir nicht zufrieden sind. Welches wird das sein? Das wird Port Galib sein, da sind wir einfach mit dem Partner nicht zufrieden, mit dem Ägyptischer, weil das Problem ist, dass die Ägypter nicht mehr wissen, welche Gebühren sie verlangen. Und wenn du alles auf die Taucher umlegst, ist einfach die Taucherei in Ägypten nicht mehr bezahlbar. Das wollen wir nicht. Darum werden wir um ein Ressort reduzieren. Wir haben ja dann immer noch genügend. Ich glaube auch, das wird, die Extra-Diver-Karte wird trotzdem noch weit rot bleiben in Ägypten. Da werden wir haben unsere Fans, das wird laufen, das läuft nach wie vor gut. Aber ich sehe ein bisschen Indonesien aufgrund, dass Flugpreise doch teilweise 200, 300 Euro günstiger sind, sehe ich da eine deutliche Zunahme. Also, das wird sicherlich ein sehr ordentliches Jahr nächstes Jahr geben, aber wir müssen schon sehen, die Wirtschaftskrise, sie wird einschlagen. Wie gesagt, diese Bonusse, das war immer berühmt, die Bonusse verreisen, die es bei Porsche, bei VW und überall gab. Es war so das Extrageld, wo die Leute als Spielgeld hatten, wo sie für schöne Reisen verwendet haben. Wie inwiefern dieses Geld dieses Jahr und wie hoch ausfällt, das weiß man ja im Moment noch nicht. Also ist die Politik so ein bisschen für unsere Taucherzunft oder am Untergang, nennen wir es nicht Untergang, aber für unsere Taucherzunft auch schon zuständig? Ja, schon. Aber die Tauchszene ist super stabil, so stabil wie nie. Nur die Wachstumsraten sind nicht vorhanden, aber das haben wir ja in anderen Segmenten auch. Aber die Szene ist super stabil. Ich würde mir wünschen, wieder mehr jüngere Taucher. Aber woran liegt es, dass keine nachkommen? Also ich glaube schon sehr viel, dass die jungen Leute Multifunktionssportler sind. Ich habe ja auch welche zu Hause, die mit allem anfangen, nichts richtig machen. Dann tut man Kiten, wenn man mehr ist, ja, aber man will ja auch noch golfen und man will ja noch das machen und das machen. Früher hat der Kunde hat sich konzentriert auf sein Hobby und das hat er wirklich gemacht. Und heute ist er so ein Multifunktionshandballer, sage ich immer. Der macht alles. Und da liegt sicher viel dran. Und die Jungen im Bereich 16 bis 20, tauchen kann ich bieten, was Kitesurfen bietet. Das ist die Show. Es ist die Show. Es wird direkt, ich habe das beobachtet, diese Kitecenter. Es ist wichtig, welchen Bikini du trägst, welche Sonnenbrille, welche Marke du trägst und so weiter. Man wird gesehen, man übt den Sport aus, dass man gesehen wird. Tauchen ist Genuss, aber eben keine Show. Können wir es ändern? Ja, aber dafür müssen ganz klar unsere Partner mitspielen. Das sind nicht wir Tauchcenter. Ich habe gerade eine harte Diskussion im Shangri-La, weil Mövenpick haben wir vorgegeben. Ein tolles Tauchcenter mit allem Meeresbelege, alles, da ist ein Bistro dabei, wo du deinen Kaffee trinken kannst, wo du Mittagessen kannst. Du kannst Socializing dort machen. Da triffst du die Leute auch ohne Tauchen. Und das müssen wir haben, dieses Socializing. Und da arbeite ich sehr, sehr stark dran, dass das Tauchcenter nicht einfach etwas ist, umziehen, rein ins Wasser, wieder gehen, sondern Aufenthalt. Das ist ganz entscheidend, dass wir das Socializing deutlich ausbauen. Da möchte ich aber die Hotels einbeziehen, da machen die den Fehler und nicht die Tauchcenter. Ich glaube, die Tauchcenter wären kreativ genug, ihren Gästen halt auch hinterher einen Kaffee anzubieten und mit ihnen zu reden und machen und tun. Aber du weißt selber, es gibt Tauchcenter, da kannst du nicht mal hinsetzen. Das ist richtig. Und das ist sicherlich ein kleineres Problem, wo weniger an Tauchcentern liegt, sondern an den Vermietern. Dann hoffen wir mal, dass wir das auf die Reihe kriegen, beziehungsweise auch ein Walter Hascher voranmarschiert. Walter, an dieser Stelle möchte ich sagen, das war's schon für den Anfang. Ich wär noch mal auf dich zurückkommen am Ende der Messe. Hab mich gefreut. Also nach so einem tollen Beginn heute kann's weitergehen. Ist man euphorisch. Walter, ich danke dir. Alles klar. So. Ciao. Ciao.